Liebe Freundinnen und liebe Freunde des schönsten aller 16 Bundesländer. Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen zu einer Geburtstagsfeier der besonderen Art. Unser Land Niedersachsen wird heute 75 Jahre alt. Vor einem Dreivierteljahrhundert hat die britische Militäradministration rückwirkend zum 1. November 1946 Niedersachsen gegründet. Das war damals ein Akt der Besatzungsmacht, für den wir heute sehr, sehr dankbar sein können. Und übrigens, als vor einigen Jahren die letzten britischen Truppen aus Niedersachsen abgezogen sind, da haben uns nicht Besatzer, da haben uns Freunde verlassen. Und ich habe bei diesem Abschied viele, viele feuchte Augen gesehen. Brexit hin oder her, wir bleiben unseren Freundinnen und Freunden auf der Insel herzlich verbunden. Herzliche Grüße aus Niedersachsen. Applaus 75 Jahre Niedersachsen, das wollen wir heute feiern. Erwarten Sie nicht zu viele Grundsatzreden, aber vielleicht doch eine Ausnahme, nämlich den Vortrag von Dr. Navid Kamani. Wir haben Navid Kamani gebeten, na, ich sag mal so etwas wie den notwendigen Kontrapunkt auf einer solchen Veranstaltung zu setzen, nämlich den Blick über Niedersachsen hinaus zu richten, auf die Rolle Deutschlands in der Welt und auch unsere Mitverantwortung für andere Menschen jenseits unserer Grenzen, die unter ganz anderen Bedingungen leben müssen. Lieber Dr. Kamani, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihre Rede. Hauptsächlich ist dieser Festakt aber dem Besten gewidmet, was unser Land zu bieten hat. Vielen, vielen großartigen Menschen. Und stellvertretend für diese riesige Zahl von Bürgerinnen und Bürgern begrüße ich heute zum Beispiel 300 ehrenamtlich besonders engagierte Damen und Herren, über 100 Bürgerinnen und Bürger, die mit mir im Sommer auf 5 Jubiläumswanderungen schon einmal unterschiedliche Regionen unseres Landes erkundet haben, etwa 90 Gäste, vielleicht Ihre Nachbarn, die unter uns sind, die werden wir nachher auf der Leinwand am Ende der Veranstaltung noch in einem ganz besonderen Projekt wiedersehen. Und da sind dann noch viele, viele andere Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Ihnen allen stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger bei uns in Niedersachsen ein ganz herzliches Willkommen. Dass Sie hier sind, das macht diese Jubiläumsfeier zu einem Jubiläumsfest. Herzlichen Dank dafür und ebenso ein herzliches Dankeschön für den ökumenischen Gottesdienst, mit dem unser Jubiläum vorhin begonnen hat. Das fand ich wirklich ein sehr schönes Zeichen des Zusammenhalts zwischen den verschiedenen Kirchen und Religionsgemeinschaften bei uns in Niedersachsen. Herzlichen Dank dafür an alle, die dazu beigetragen haben. Liebe Gäste, wir haben wirklich Grund zum Feiern. Am Anfang unserer Landesgeschichte, da standen ein verlorener Krieg, Millionen Tote, Millionen von Flüchtlingen, die kreuz und quer durch das Land geirrt sind. Es gab Zerstörung, wohin das Auge nur blicken konnte. Und vor allem befand sich Deutschland auch auf dem moralischen Tiefpunkt seiner Geschichte. Am Anfang unserer Landesgeschichte stand auch Bergen-Belsen. Bis heute das wohl wichtigste Symbol in Niedersachsen für die unfassbaren Verbrechen, die eben auch in unserer Heimat begangen worden sind. Was für ein Wandel, den wir ein Dreivierteljahrhundert später miteinander genießen können. Ein Dreivierteljahrhundert in Frieden, in persönlicher und politischer Freiheit, mit alles in allem stetig wachsenden Wohlstand. Vergleichen wir heute unser Leben mit dem vieler anderer Menschen in vielen anderen Regionen auf der Welt, dann können wir nur tief, tief dankbar sein, finde ich. Und was ist das Erfolgsrezept? Vielleicht lassen sich ja aus 75 Jahren Niedersachsen doch einige Lehren ziehen. Vielleicht 5
Einsichten. Erstens, ich sagte es am Anfang unserer Landesgeschichte, standen die verheerenden Folgen von Krieg und Diktatur. Niedersachsen gehört zu den Gründungsländern der Bundesrepublik Deutschland. Und seitdem leben wir in einer lebendigen und offenen, aber auch in einer starken Demokratie. Das ist der beste Schutz vor Krieg, Diktatur und Unterdrückung. Pflegen wir unsere Demokratie, verteidigen wir sie auch in der Zukunft, liebe Gäste. Zweitens, über 40 Jahre seiner Geschichte hatte Niedersachsen den längsten Anteil an der deutsch-deutschen Grenze. Große Teile unseres Landes befanden sich in einer schier hoffnungslosen Randlage. Das hat sich durch die friedliche Revolution im Herbst 1989 grundlegend geändert. Unser Jubiläum feiern wir im Herzen eines vereinten und freien Europas. Gerade wir in Niedersachsen haben die allerbesten Gründe dafür, überzeugte und begeisterte Europäerinnen und Europäer zu sein. Geben wir dem Nationalismus keine Chance. Drittens, Niedersachsen ist die Zusammenfassung vier ehemaliger selbstständiger Länder: Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe. Das ist lange Zeit nicht überall auf Begeisterung gestoßen. Und bis in die 70er Jahre hinein gab es durchaus immer wieder ernstzunehmende Bestrebungen, zur regionalen Selbstständigkeit zurückzukehren. Heute wissen wir, dass die Vielfalt unseres Landes mit seinen starken, selbstbewussten und traditionsreichen Regionen ebenso wie die Vielfalt unserer Gesellschaft insgesamt unsere Stärke ist. Dezentralität hat sich bewährt. Wir wissen, Vielfalt ist unsere Stärke in Niedersachsen und die wollen wir pflegen. Auf die sind wir stolz, liebe Gäste. Viertens, Zuwanderung hat Niedersachsen in dem vergangenen Vierteljahrhundert in den unterschiedlichsten Ausprägungen erlebt. Millionen Kriegsflüchtlinge und Vertriebene waren es am Anfang unserer Landesgeschichte und auch danach kamen immer neue Gruppen aus den unterschiedlichsten Teilen Europas und der Welt. In sehr, sehr vielen, ich möchte behaupten, in den meisten Familiengeschichten unseres Landes finden sich auf die eine oder andere Weise eben doch auch immer wieder Zuwanderungsgeschichten. Vielleicht sind wir auch deswegen eine alles in allem doch sehr offene und tolerante Gesellschaft. Für uns ist nicht wichtig, wo jemand herkommt, sondern was wir zusammen schaffen können. Und auch das ist eine Stärke. Und Ausländerfeinde, Rassisten und Extremisten sollen wissen, nicht bei uns und vor allem nicht mit uns. Fünftens und letztens, wir stehen immer noch inmitten der größten Krise, die das Land erlebt hat, vielleicht mit Ausnahme der unmittelbaren Aufbaujahre. Die Pandemie hat unsere Gesellschaft in den letzten 20 Monaten mehr als durchgerüttelt. Und leider können wir immer noch nicht sagen, wir könnten die Pandemie abhaken. Aber wir können immerhin sagen, im Vergleich schneidet Niedersachsen doch recht gut ab. Unter den 16 deutschen Ländern verzeichnen wir die drittniedrigsten Infektionszahlen und vor allem auch die drittniedrigsten Todesfälle. Dafür gibt es mancherlei Erklärungen, aber vielleicht vor allen Dingen auch die eine. Wir haben wieder einmal zusammengehalten und sei es durch Abstand halten. Die Menschen in Niedersachsen gelten zuweilen als dröge. Das ist natürlich grundfalsch, das wissen alle hier. Aber die meisten von uns sind sehr wohl gelassen und vernünftig. Und sie fühlen sich als Teil einer Gemeinschaft, zu der auch alle ganz persönlich ihren Beitrag leisten müssen. Zusammenhalt. Darauf kommt es an. Lassen Sie uns miteinander daran auch in der Zukunft festhalten in Niedersachsen. Liebe Gäste, das waren bislang Tugenden unseres Landes und sie werden es bleiben müssen.
Wir leben in einer Zeit rasanter Veränderungen. Globalisierung und Digitalisierung stehen dafür, aber vor allem eben auch der Klimawandel, der ja auch bei uns in Niedersachsen ganz konkret spürbar ist. Wenn sich vieles ändert, dann werden wir uns auch ändern müssen, damit auch künftige Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder unter den ähnlich guten Bedingungen in Niedersachsen leben können, wie wir das können. Aber wir haben in den letzten 75 Jahren bewiesen, dass die Menschen in Niedersachsen auch das können, nämlich sich zu verändern, wenn Änderung Not tut und nicht einfach nur am Alten festzuhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Kraft werden wir auch in der Zukunft benötigen. Und ich bin sicher, diese Kraft haben wir Menschen in Niedersachsen, um auch die Herausforderungen der Zukunft wirklich gut wieder miteinander zu bewältigen. Niemals gegeneinander, immer miteinander. Zur Selbstzufriedenheit haben wir keinen Grund. Aber zum Selbstbewusstsein schon. Es gibt genügend Anlass, nach einem Dreivierteljahrhundert vor allem eines zu sagen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unser Land und an seine Menschen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus